Zwei Männer aus Kalifornien wurden in 41 Fällen des Wahlbetrugs angeklagt, nachdem sie vermutlich 8000 von betrügerischen Wählerregistrierungsanträgen im Namen von Obdachlosen eingereicht hatten. Ihnen wird außerdem vorgeworfen, Namen, Adressen und Unterschriften auf Nominierungspapieren unter Strafe des Meineids gefälscht zu haben, um für das Amt des Bürgermeisters in der Stadt Hawthorne zu kandidieren. In Kalifornien gibt es schätzungsweise 151.000 Obdachlose. Das war nur ein kleines Häppchen in diesem größten Wahlbetrug, den es je gegeben hat. Das Fantasieland des Deep State, wo alles gelogen ist. Wie in der Matrix, eine schöne Illusion. Doch die ganz großen Zahlen kommen durch die Wahlsoftware Dominion. Diese war nicht fehlerhaft, nein, sie wurde grundlegend nur dafür entwickelt, bei den Wahlen zu betrügen. Und der Deep State, die korrupten Politiker, die ganze kriminelle Bande hinter den Kulissen, sie hatten die finanziellen Mittel und Netzwerke, um diese Manipulationsmaschinen im ganzen Land zu installieren. Und nicht nur in den USA, sondern weltweit, wie wir gestern am Beispiel der Philippinen sahen. Rosie Mamos twitterte, Warum löschen alle Dominion-Leute ihre Profile auf LinkedIn und es sieht so aus, als ob alle ihre Software-Ingenieure in Serbien sind? Es konnte nichts schiefgehen. 103 Dominion-Mitarbeiter löschten ihre Profile auf LinkedIn. Sind sie vielleicht etwas in Panik? Und Rosies Kraken Grooming twitterte, Mein Gott, das fällt mir gerade auf. Erstens, Dominion, ein Wort, das das Gegenteil von Freiheit und Demokratie ist. Zweitens, Änderung der Art und Weise, wie Menschen abstimmen. Wörtlich, Stimmen ändern. Drittens, das eigentliche Logo ist eine rote Stimme, die hineingeht und eine blaue Stimme, die herauskommt. Sie haben es uns direkt ins Gesicht geschrieben. Dominion bedeutet Dominanz, Herrschaft, Weltmacht. Und ja, in dem Logo steht, die Art und Weise ändern, wie Menschen wählen, von rot nach blau. Kurz zur Erklärung, rot steht in den USA für die Republikaner, für Trump. Und blau für die Linksdemokraten, für Biden, Obama, Hillary Clinton und dem Rest. Jeff Carlson twitterte, Dominion ist ein Ratsmitglied, das in der Erklärung der Heimatschutzbehörde Bedenken hinsichtlich der Wahlintegrität äußerte. Dominion Voting Systems benutzte die Erklärung, die die Ratsmitgliedschaft des Unternehmens verschleierte, um Bedenken bezüglich der Wahlsysteme anzufechten. Am 12. November gab der Zeiser die Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit eine Erklärung heraus, in der sie Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe bestritt und erklärte, die Wahl vom 3. November sei die sicherste in der amerikanischen Geschichte gewesen. Die Erklärung wurde zur Kenntnis genommen. Es gibt keine Beweise dafür, dass irgendein Wahlsystem Stimmen gelöscht oder verloren hat, Stimmen verändert hat oder in irgendeiner Weise kompromittiert wurde. Was die Agentur jedoch versäumt hat, offenzulegen, ist, dass Dominion Voting Systems zusammen mit Smartmatics Mitglied des CISA-Koordinierungsrats für den Sektor Wahlinfrastrukturen ist, eine der beiden Einheiten, die die von der CISA herausgegebene Erklärung verfasst haben. Die gemeinsame Erklärung wurde über CISA vom Exekutivausschuss des Koordinierungsrates für die Wahlinfrastruktur der Regierung, GCC, und des Koordinierungsrates für den Sektor der Wahlinfrastruktur, SCC, herausgegeben. Beide, Dominion und Smartmatics, sind jedoch als Mitglieder des Sektor-Koordinierungsrates von CISA aufgeführt und scheinen aktiv beteiligt zu sein, da sie als organisierende Mitglieder des SCC genannt werden. Am 12. November veröffentlichte diese Publikation einen Artikel, in dem eine Reihe von Bedenken bezüglich der Integrität der Wahlsysteme von Dominion in einer eidesstattlichen Erklärung eines Meinungsforschers und anerkannten Experten für die Sicherheit elektronischer Abstimmungen vom 24. August dargelegt wurden. Am 11. November baten wir Dominion Voting Systems um einen Kommentar zu den Vorwürfen und erhielten keine Antwort. Unser Artikel wurde am Morgen des 12. November veröffentlicht. Am Nachmittag dieses Tages veröffentlichte der CISA die Erklärung, in der sie jegliche Probleme mit den Wahlsystemen dementierten. Am 13. November schickte uns Dominion eine E-Mail mit dem Titel »Die Dinge richtigstellen«, in der die von GCC und SCC veröffentlichte gemeinsame Erklärung zitiert wurde. Dominion zitierte die CISA-Erklärung als Entlastung, versäumte es aber offenzulegen, dass die Erklärung von einem Rat verfasst wurde, dem sie angehörte.
Darüber hinaus bleibt zwar unklar, ob Pfizer und GCC-SCC die in der Georgia-Klage geäußerten Bedenken bewertet haben, doch in ihren öffentlichen Erklärungen werden jegliche Probleme mit den Systemen kategorisch geleugnet. Am 11. Oktober schrieb Richter Totenberg, dass der Fall schwerwiegende Systemsicherheitslücken und betriebliche Probleme aufweise, die Kläger und andere Wähler der Gefahr aussetzen könnten, dass ihnen ihr Grundrecht auf eine effektive Stimmabgabe, die genau gezählt wird, entzogen wird. Wir haben uns an die Pfizer gewandt, um uns zu diesen Angelegenheiten zu äußern, haben aber bis jetzt noch keine Antworten erhalten. Infiltration von innen heraus nennt man das. Sidney Powell hat eidesstattliche Erklärungen, die genau erklären, wie dieses Dominion entwickelt und konzipiert wurde und wie es arbeitet. Red Pill Report twitterte: Heilige Scheiße. Nein, ernsthaft. Heilige Scheiße. Und hier ist das Interview von Lou Dobbs mit Sidney Powell. Auf jeden Fall, Lou. Ich habe gerade einige verblüffende Beweise von einer Zeugin aus erster Hand erhalten. Einem hochrangigen Militäroffizier, der bei der Entwicklung von Smartmatic anwesend war. Also bekomme ich sie genau richtig aus der eidesstattlichen Erklärung, die so gestaltet ist, dass das System die Stimme jedes Wählers ändern könnte, ohne entdeckt zu werden. Er wollte, dass die Software selbst so funktioniert, dass, wenn der Wähler seinen Daumen- oder Fingerabdruck auf einen Scanner legt, mit einer Aufzeichnung des Namens und der Identität des Wählers als Wähler verbunden wird. Aber dieser Wähler würde nicht zu der geänderten Abstimmung zurückverfolgt werden. Er stellte klar, dass das System eingerichtet werden müsse, aber keine Beweise für die geänderte Abstimmung für einen bestimmten Wähler hinterlassen dürfe und dass es keine Beweise zu zeigen und nichts zu widerlegen gäbe, dass der Name oder der Finger- oder Daumenabdruck mit einer geänderten Abstimmung übereinstimmt. Smartmatic erklärte sich bereit, ein solches System zu schaffen und die Software und Hardware zu produzieren, die das Ergebnis für Präsident Chavez erzielen. Nachdem das von Smartmatic elektrisch gesteuerte Wahlmanagementsystem eingeführt worden war, gab es mehrere Wahlen, bei denen die Ergebnisse mit der Smartmatic-Software manipuliert wurden. Stand-up HK twitterte: Es geht nicht nur um Amerika, sondern auch um demokratische Länder weltweit, in denen es Wahlbetrug, Maschinen- und Softwaremanipulation gibt. Zeit, das Ganze zu überprüfen. Sidney Powell antwortete: Genau. Nun stellen Sie sich vor, wie viel korrupte Macht und böse Handlungen und Geld gestört werden, weil die Wahrheit herauskommt, dass viele Wahlen manipuliert wurden. Verstehen Sie jetzt, warum all die sozialen Medienunternehmen, Google, Twitter und andere mit Partnern in jedem korrupten Land darum kämpfen, die Wahrheit zu verbergen, ganz zu schweigen von der CIA, dem FBI und anderen Beamten in unserer Regierung. Das Fernsehen und viele multinationale Interessengruppen, unzählige Politiker in diesem Land und auf der ganzen Welt werden gekauft oder kaufen ihre Sitze auf die eine oder andere Weise oder erpressen sie. Und es kommt noch besser. Der Kongressabgeordnete Louis Gohmert sagt, dass es eine Militäroperation in Deutschland gab und sie den Skytel-Server mitgenommen haben. Dörf Annan twitterte: Vermutlich zeigen die Daten des Deutschland-Servers Trumps Erdrutschsieg 410 zu 128. Hören wir uns das mal genau an. Einheiten der US-Armee gingen bei Skytel rein und holten sich den Server. Es gibt einige, die glauben, dass es der US-Geheimdienst war, der all das manipulierte. Nachrichten behaupten, dass sich die wirklichen Ergebnisse der US-Wahl auf einem Server befanden, der vom US-Militär in Frankfurt, Deutschland, beschlagnahmt wurde. In einem kürzlichen Tweet hat der Kongressabgeordnete Manga Anandhatmula die Wahlmännerstimmen gezeigt, die auf den Dateien dieses Servers basieren. Siehe Tweet. Sie zeigen einen Erdrutschsieg für Trump und 410 Wahlmännerstimmen, inklusive Kalifornien und Minnesota. Mr. Kongressabgeordneter, wurden die Wahlen von dem Dominion-Wahlcomputersystem gestohlen? Absolut überzeugende Beweise, die von der Firma Skytel zusammengetragen werden konnten. Das ist ein Unternehmen mit Sitz in Barcelona, Spanien, das für die Zusammenführung all unserer Informationen von allen Maschinen und was weiß ich noch alles verantwortlich war. Doch nun war das Hauptquartier nach Frankfurt verlegt worden. Nun, sie machen Konkurs. Aber diese Information, wie die Stimmen von republikanisch auf demokratisch umgestellt wurden, wäre aus den Informationen, die Skytel gesammelt hatte, leicht zu ermitteln gewesen. Nachrichten behaupten, dass die Daten, die vom US-Militär in Frankfurt gesammelt wurden, genügend Beweis sind, die Wahlen zu kippen und den Wahlbetrug der Demokraten nachzuweisen.